Carlo Jan. Ganz gut gefahren im Training, gut gefahren in der Kombinationsabfahrt. Die Voraussetzungen sind günstig. Ah, immer wieder der Schlag, immer der gleiche Schlag dort hinten. Da haben jetzt zwei, drei Fahrer schon Probleme gehabt. Oh, das ist, oh, das geht, ist gut. Oder? Das 26, ist gut. Das ist ein ganz knapper Abstand. Auf Paradis ist das nicht viel. Und ein weiter Sprung, 40er ist das gewesen. Oho, jetzt führt er, 1-0-2-20. Und sie hat noch hoch raus, ist früher fertig. Da kommt der schnelle Altweg hin. Hoffentlich nicht zu schnell. Carlo Janka beim Kernenes. Hohe Einfahrtsgeschwindigkeit, Ausfahrt ebenfalls. Ja, in Top-Tempo. 79,9. Carlo Janka hat den kürzesten Weg gefunden durchs Kernenes und er liegt 57 Hundertstel voraus. Kleinen Schlag hat er weggesteckt, diesen auch. Früher fertig, hast du gesehen, wie es die anderen raustreibt. Und er ist sicher 5-6 Meter früher fertig gewesen. Geht da eng innen, der Bauch weniger stark. Auch da eng zu suchen. Und auch das geht auf. Ja, das ist genial. Die Linie ist absolut super. Carlo Janka bei der Haneck-Schuss-Zwischenzeit. Das ist der Haneck-Kuss für ihn. 2-0-1-16. Er führt mit einem gewaltigen Vorsprung. Hundertstel. Und jetzt lockern. Ein bisschen lockern muss auch der Carlo. Auch er ist müde, das dürfen wir nicht vergessen. Wartet. Und jetzt dichter suchen. Komm, komm, komm! Jawohl, ja, das hat geklappt, das gibt die neue Bestzeit. Carlo Janka im Ziel mit 2:32:23. Platz 1. Ist wirklich super gelaufen eigentlich, fast die gesamte Strecke und Ziele haben gespürt, dass die Batterien schon relativ leer sind. Nachher müssen mehr investieren, als sie eigentlich vorgenommen haben, aber es hat dann gleich noch gelangt. Der Sieger vom Tag, der Carlo Janka.